So, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute geht es darum, wir springen aus einem Flieger, wir sterben alle, wir springen aus einem Flieger, wir sterben alle, wir springen aus einem Flieger, wir sterben alle, wir sagen guten Nacht und gehen ins Bett. Ja, wir wollten doch aber mal gewinnen, dachte ich. Toll, jetzt hat das gesamte Konzept verändert. Scheiße. Entschuldigung, da brauche ich noch. Das verwirrt mich. Also, was wollen wir jetzt? Wir wollen gar nicht. Also wir springen im Süden ab und wir verschanzen uns im Tower von der Military Base und lassen uns wegschießen. Und jetzt hatten wir auch schon. Mist. Müssen wir was Neues probieren. Vielleicht ohne dieses Wegschießen lassen. Wir stellen uns auf ein freies Feld und immer wenn jemand kommt, sagen wir, wir sind nicht da. Wir werden zum Busch. Oder der Atmer findet einfach standardmäßig innerhalb der ersten 2 Minuten 3 8-fach-Scopes und verteilt die diesem Mal gerecht und wir snipen die Welt weg. Ganz neu. Er benutzt sie einfach. Oder er gibt sie mir und ich krieg noch eine K und dann. 101 beigetreten. Ja. Nimm das auf, du hast es aufgenommen, Martin, wir werden berühmt. Was? Und alle klopfen in der Mitte vom Flugfeld auf den einen ein, der zu viel ist, auf ihn drauf. Du bist die 101, du bist die 101. Wie gut ist das denn, 101 Spieler? Jetzt noch. Jetzt ist einer rausgeflogen. Und Martin, schon mal, ich hab unseren Fuß. Wir fliegen Richtung Süden, das gefällt mir nicht. Ich bleibe gerne im Norden. Ich sehe Martin, ich sehe aber auch andere. Die sehen mich. I see fire. Inside of Und 2 Stimmen. Und das alleine. Scheiße, das ist falsch. Turn around. 1, 2, 3, 4, turn around. I'm at an unsink, turn around. Also, ich sehe hier bei mir niemanden. Im Norden ist alles sind, friedlich. Bei der Gebäudeansammlung vor der Ruine und einer von denen ist auf die Ruine. Ich nehme an, das ist ein Squad. Und hinten bei der Stadt und bei Atmar ist auch noch ein Squad. Wo? Rechts da. Von dir. Richtung, also Richtung Norden. Ah ja. Tatsächlich in die Stadt, ja. Lauf mal hier hin. Gut. Dreier-Squad. Der Wohnmobil sagte eine, achtet drauf, mit den Schlafmöglichkeiten Fahrplätzen, die können abweichen. Hatte welche gesehen, 4 Sitzplätze, aber Doppelbett plus ein Einzelbett. Die vierte Person hätte im Stehen schlafen müssen. Also ich habe ein paar Stiefel und einen Benzinkanister. Ich hab noch nichts. Ich habe quasi gewonnen. Ich hoffe, dass ich dem Squad nicht begegne. Und wenn doch, schieß ich über den Haufen ab. Mach wie Rainbow Six, stell dir vor, es wäre eine Autopistole. Geil. Ah, ich bin unbesiegbar. Er ist so tot. Ich bin so tot. Ich habe weder Auto noch Pistole. Doch, Pistole habe ich. War gelogen. Ich habe nichts. Geil. Einfach nichts. Das ist weder auch noch abgerundet, das ist eine festgelegte Tatsache. Ich soll heute auf jeden Fall sehr schnell. Da hinten steht aber ein Auto. Und wir müssen ziemlich weit weg. Das ist ungünstig. Das klingt ziemlich scheiße. Das wird mich wieder töten. Hey, das wird uns töten. Uns töten. Ich hol dich doch nicht mehr mal ab. Rat mal, Atmer, was ich direkt gefunden habe. Ach, was go. Blaue Turnschuhe. Rotpunktvisier. Ich bin einfach der Meister der Rotpunktvisiere. Ja, ist doch toll, ist doch schön. Ja, ist super. Ich nehme jetzt den Benzinkanister mit, nicht dass ich da hinten ein Auto stehen sehe, mich voll freue und dann fehlt ein Zersprit. Das kenne ich noch aus der Setzer. Man spielt eine Vektor doch nicht auf einen Schuss. Oh, er sniped wieder. Eben nicht, ein holographisches Video. Ja. Also, jetzt schießt er wieder auf Hologramme.
Wenigstens brauchen wir mal die Tür nicht zumachen, da der Kreis definitiv nicht hierher kommt. Und der Kreis selbst. Oh! Okay, so weit, also. Du bist Kaliber 12, nicht? Danke. Die Zeit habe ich noch 3 Minuten. Wie gesagt, ich hol dich dann ab. Oh! Hände, komm holen mit dem Traktor ab. Ich hab nur Dacia. Ja, ist der gleiche Motor. Dacia, sicher nicht. La 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 la. Ach, Atme, rat mal, was ich gefunden hab. Atme, rat mal, Rotpunktvisier. Klassiker. Ein Rotpunktvisier. Jetzt hab ich schon 2. Geraten. Der Martin ist aber auch ein strategisch. Er schlägt da etwas vor. Keiner holt sich einfach so 2 Rotpunktvisiere. Da steckt was hier da. Der Mann Linux ist begeistert. Also ich so, habe was brauche ich denn jetzt eigentlich hier für Muni? 5, nennt mich auch Mr. Boom Boom Pow. Ihr seht Boom Boom Pow. Ich bin Mr. Boom Boom Pow. Check my style. Irgendwas Veggie und irgendwas Now. Motherfuckers. Back from the underground. Back from more. Ja, ich bin verstammelt, oder? Hab ich jetzt gespoilert? He's fresh, fresh Dumbledore! Dachte ich, remix das mal. Ups, ups, ups. Remix. Wenn mein Vector jetzt noch eine weitere Magazin hätte, wäre das ganz schön cool. Wenn ich eine Vector hätte, wäre das ganz schön cool. Stimmt auch wieder. Wenn ich zum Gegner sagen könnte, geh Vector und er wird's tun, das wäre cool. Oh. Oh. Weißt du, wir haben sie alle zurückgehalten. Wir haben kleine, kleine Ansprüche gehabt. Aber du, Martin, Gedankenkontrolle. Weißt du, man muss es auch gleich übertreiben. Also, ich habe eine Pistole mit Schalldämpfer, eine Zweischuss-Shotgun und auf erste Hilfe. Schlechtes Zeichen. Wen hört dich dann keiner? Das stimmt. Den ich habe eine Vector. Alles bestimmt zwei. Oh, die neue Pistole. Du auch? Dann leg ich doch mal meine AC. Hast du auch noch einen 2-Dings-Rucksack? Warum hab ich die Sichel denn aufgenommen? Nein, hab ich nicht. Aber weiter das Magazin ran, die ACP-Muni weg und die 9mm ran. Oh, Militärwissen Stufe 3 im Punkt. Langsam läuft die Zeit ab. Ja, scheiße. Kugelschlaufen für eine K? Auch das kann man bestimmt irgendwo. Hier ist noch so eine Pistole. Blöd? Oh, ich bin ja auch blöd. Nein. Doch, hab ne Vector und schmeiß mit meiner ACP-Pistole die ganze ACP-Muni weg. Hm. Das kann man meiner Meinung nach durchaus als dämlich bezeichnen. Mm. Ja. Jetzt muss ich nämlich Randy wieder einsammeln und da war ich auf dem Weg zum Auto. Aber meine Munition soll ich schon mitnehmen. Ich kann dieses Haus nicht mehr looten, ich muss hier weg. Bin im Prinzip unterwegs, Manni. Aber ich bin gleich ziemlich tot. Ach. Warum bist du jetzt plötzlich schon wieder tot? Immer warum fahren die jetzt gerade die andere Richtung mit ihrem Auto? Was machen die? Die machen mir Angst. Die fahren gerade genau in die Stadt rein mit ihrem Auto. Jetzt wird sie wieder grundlos Kritik verteilen, oder was? Also gleich hängt mir der Kringel ziemlich böse im Nacken. Warte, ich bin doch auf dem Weg. Gut. Ich hasse nur diese Gebäude, wo so Mauern drumherum sind und denkst immer, da geht's bestimmt durch und dann geht's da nicht durch. Aber wenn du noch ein bisschen länger brauchst, da vorne steht ein Dacia, dann bin ich gleich selbst gefahren. Wobei, ich hab den Dacia auch gleich. Das ist der Dacia, wo ich hin will. Das? Nein. Doch, ein weißer Dacia steht in der Kurve. Hier steht ein Buggy rum. Ich sehe dich doch sogar. Ach so. Aber der fährt noch. Ich fahr. Er fährt noch. Ach guck, jetzt ist da auch noch die rote Zone.
Die ist direkt also, vor euch, die rote Zone. Ja, deswegen. Passt schon. Guten Tag. Dann geh mal Gas. Gewächsame Ziegel ist da dabei, wir brennen alles. Ja, wir fahren jetzt aber genau die rote Zone, ne? Nee, fahr außen rum, wir haben Zeit genug. Links dran vorbei, genau, da lang. Zum Grünen. Zum Glück hat der so eine gute Hanglage. Scheiße! Was? Er hat eine scheiß Hanglage. Egal, er steht wieder. Gib Gas, wir sind im roten Bereich. Gib Gas! Er kommt nicht hoch! Spring raus! Lauf! Oh nein! Er kommt nicht hoch! Was war das jetzt? Wieder rein, Mann! Wieder rein! Fährt er wieder? Ja! Hier ist Bomber war da schon vorbei, wo wir im roten Bereich waren. Ich fahr jetzt über die Brücke, ich hab ein bisschen Angst. Boah, er kommt nicht in die Gänge. Ah, da fährt nur ein Auto, Hilfe! Scheiße! Hab ihn. Fahr zum blauen Punkt, Marlin. Irgendwie locker 5 Sekunden Dauerboost gegeben gerade. Ich weiß nicht, was hinter dieser Kante kommt, aber noch eine Kante. Und noch eine Kante. Ganz schön viele Kanten hier. Zaun! Zaun! Hügel! Baum! Klippe! Noch eine! Naja, ich hab das alles im Griff. Ich hab den Dutcher der Unverwüstlichkeit. Scheiße, jetzt abwärts. Ich sag's jetzt, nur kurz. Ah! Wenn das geht am Team hier dann schnell ist, müssen wir zur Brücke. Es war in Patch Notes von Player Unknowns. Es war so geil, da stand drin, es soll nicht mehr möglich sein, eine Waffe aus dem Fahrzeug im Wasser raus abzufeuern. Was? Scheinbar geht das, gib Gas! Geht nicht! Oh nee, Mann! Ich bin von den Klippen gekippt, ich dachte nicht, dass da plötzlich Klippen kommen! Oh, in die falsche Richtung, wir müssen nicht zu dieser scheiß Halbinsel! Wir müssen darüber! Ja, ich muss hier aber erst aus dem Wasser raus! Du bist im Tauchen genauso schnell wie im Laufen! Nein, bin ich nicht! Darfst du nicht schwimmen, du musst tauchen! Ich weiß, warum ich fahren wollte. Ja, du bist ausgestiegen und abgehauen. Ja, weil es Bomben kam. Da kommt ein Auto. Bitte, das ist ein Auto. Für eine Pistole? Nee, für eine Vektor. Ich hab nur eins für eine Pistole. Noch eins? Ich hab nur eins für eine Pistole. Eins für dich. Ja, und ich hab gerade ehrlich gesagt andere Probleme. Wo seid ihr denn eigentlich? Ach, ihr lauft! Ja, sagt doch was, ich kann euch da ab. Also eins, man muss eigentlich in den Rücksitz, so voll Idiot. Soll ich euch jetzt noch holen oder nicht? Ist das ich hab das schon irgendwie. Gut. Ich blute aus 18 Wunden. Wie weit ist das denn noch? Das ist noch ganz schön weit. Ja, du bist ja in die falsche Richtung gerannt. Ich lauf dem Springel hinterher.
Und ihr müsst gleich wieder kringeln. Warte mal, ich komm mal komm wenigstens erst, einholen, oder? Komm jetzt erstmal einen Hol Martin, ich bin näher dran. Hau mir gerade einen Erste-Hilfe-Kasten und Energy rein. Ich hab mir jetzt auch gerade meine Erste-Hilfe reingefahren. Damit rechnet keiner, dass da jetzt jemand aus dem Kreis rausfährt. Doch, hinter uns war ein Auto. Ja, hinter euch. Ah, der Kreis ist hier. Der Kreis ist kurz vor mir. Jetzt sehe ich ihn. Komme ich hier überhaupt runter? Schwierig. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Aber ich hol dich dann von hier ab, Marlene. Musst nicht rausfahren, ich bin gleich dran. Ich bin zwar rausgefahren, aber. War dumm. Dann geh mal, ist euch eine Fahrzeugexplosion draufgegangen. Oh. Action! Könnt ihr an der Straße natürlich mal ein Auto auf mich warten oder sowas. Hobbit wäre auch die okay. Die schießt irgendwas. Bei mir nicht. Oh, jetzt doch. Stimmt die Häuser! Soll ich direkt weiterziehen? Ich will gucken, ob hier irgendwo Heilung drin ist. Ich hab Heilung. Ist ein Hilfekoffer. Warte. Ja, aber du brauchst ja vielleicht selber noch. Ich hab zwei. Oh. Ja, wir haben ja, wenn du ein Auto hast, haben wir ja einen Moment. 25 Sekunden, ja. Ja, hätte sein können, dass jetzt hier direkt was ist, aber bei meinem Glück ist hier natürlich nicht direkt was. Eben. Bist du denn jetzt hin? Hier. Ach, ja. Wenn du ein Haus lootest, dann kann ich auch ein Haus looten, du. So. Wie war das Steuerung, ne? Steuerung was? Fallen lassen. Hier. Ich bin's, ein Rennehenne. Komm, 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 komm. Lass das da vorne im Mob und kein Busch sein. Ja, so bist du gleich zu mir. Ach, danke für die Info. Sind wir jetzt studiert oder woher kommt das studierte Fahrzeug? Oh, da gerade buggy quer gedüst. Ich bin der Fahrer. Ah, das ist schon der Kreis, cool. Werden wir direkt am Anfang stehen, glaube ich, oder? Ah, oh, nee, wir fahren weiter. Fahr! Nein. Nicht zu den Häusern! Vorne brennt ein Jeep. Ja. Das ist auch nicht gut. Ich fahr dahinter zu den Bäumen. Wo ist dahinter? Ja, da hinten am Hang. Da jedenfalls nicht. Ganz da hinten am Horizont stehen doch ganz viele Bäume. Horizont, geht's weiter. Du meinst da? Dieser Hügel da, okay. Da sind überall Bäume, die ganze Horizont, die ganze Hügelkette, überall sind Bäume. Ja, ja. Irgendwo. Sagen, irgendwo in die Deckung. Ich schaff's. Vor mir fahren zwar auch mal Autos her, aber. Okay, bleib hier in der Senke. Bleib hier senken. Hier, hier ist gut. Hier, oh, genau ja. Innerhalb vom Kreis kriege ich ein Fahrzeug. Ich hätte gerne immer noch ein erweitertes Mac. Ich bin unsichtbar. Ich bin ein bisschen. Scheiße. Schießt jemand auf dich? Ja, wir sind gerade. Ja, hier schlagen immer noch Schüsse um mich ein. Okay, ich hoffe, mich sieht keiner. Aber ich sitze in dem Dacia hier, ich habe ihn aber noch nicht angemacht. Da ist jetzt genau, also mein Kofferraum ist schon blau. Oh, Alter, das ist ja wieder ein richtiges Kreismanagement. Alles klar, ich bin on my way, bitches! To Amarillo! So. Na, 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 was machen wir so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen roten Tarn-Dacia. Ah. Bist du noch beschossen eigentlich? Nee, also ich fahr zum blauen Punkt. Ich bin über den Hügel drüber und dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Und um mich rum wird überall geschossen. Aber ich hab dir jetzt gerade voll getankt und düst jetzt mit 92 über die Hügelkette. Du, dass der hier ankommt?
Ibims! Der Hennes, der Hennes war ganz anders, der ist ja ganz da hinten. Ja, ihr seid ja von mir weggefahren, das hört auf mich zu. Vor mir fährt ein Auto. Das war das Auto, Marlene, oder? Ich hab kein Auto hier. Ja, aber das... Nee, hörst du keins? Nee. Weil ich hab gerade eins gehört. Ah nee, das war mir rechts, okay. Jetzt höre ich was. Vielleicht war ich das, ich hab mich gerade dreimal überschlagen. Soll ich euch abholen? Nee, nee. Ach, schon drin, sehr gut. Alles gut. Aber wenn der Mann nicht schon lang gelaufen ist. Ja, bisher kein Begrüßungskomitee. Überhaupt kein Scope, ich sehe gar nichts, aber ich glaube, ich komme Schüsse aus der Mine. Wo ist denn hier die Mine? Überraschend. Ist es eine gute Mine? Nee, eine Herrmine. Ah. Also ich sitze hier genau an einem Baum in einem Gebüsch. Ich sehe die Mine. Haben wir da nicht schon mal gesessen? An einem Baum in einem Gebüsch, das ist nur eine eindeutige Beschreibung. Nein. Ich habe gerade auf die Map geguckt und Hände sind da, wo wir ungefähr schon mal gesessen haben. Und dann sind wir runter zu den Silos. Und da wurden wir abgeknallt. Hat der Mann den Gegner immer sehen. Ich fahre aber gerade ganz viele Autos in die Mine und die schießen sich da über den Haufen. Ich habe eben sogar Mündungsfeuer gesehen. Ja, sollen wir zu dir kommen oder bleiben wir alle einzeln jetzt hier? Oder? Er kommt ruhig her, aber ihr müsst an den Lagerhallen vorbei. Da vorne also sind noch Häuser, die machen mir noch ein bisschen Angst. Die sind so wunderschön im Kreis. Die da links meinst du? Den Gegner einzugreisen, wenn er hinter einem sein kann, ist ziemlich schwer. In den Busch. So rein. Was heißt dicht der Busch übrigens? Ich glaube, ich back heute noch. Ja? Ja, da die Müsli-Regel, die ich gemacht habe, nicht essbar sind, mache ich glaube ich heute noch neue. Sorry, ich bin in Berlin, was? Ja, ich bin in Berlin. Was in Berlin? Der so Berliner Charité. Der Charité? Ja. Macht die da? Hat einen Praktikumsplatz gekriegt. Oh, cool. Ja. So, sind jetzt irgendwo Gegner in Sicht? Vector oder weiteres Magazin, 13 Schuss, kein Scope drauf, oh Gott. Ich glaube, ich stelle die auf Autofeuer und schieße. Ich hab noch eine SKS. Nee, was war das? SKS? Nein, nicht rausdampfen! Ne, S12K wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich höre ein Auto. Also Motorrad da hinten, ja, bei den Häusern fährt es lang. Könnte angehalten haben. Hab, glaube ich, angehalten, ja. Ich hab's kurz gehört, aber konnte es auf die Schnelle nicht sehen. Und das ist DMR-Gewehr. Also bei den Häusern, die ich eben meinte? Ja, bei der großen Ansammlung da mit dem Hotel oder so. Das wäre ein Ferienhaus da. Habe ich angehalten, es war ein Motorrad. Keine Ahnung, wie viele Leute. So, jetzt nach hinten gucken. Oh, Scheiße. Guck mal, was der für Kreis. Zweifel angerannt kommt. Boah. Oder hat da schießen sich selten über den Haufen. Boah, ist das auch eine Vektor, oder? Nee, das ist so ein Schnellmaschinengewehr aus dem Loot, oder? Das schießt richtig schnell. Also das ist gerade der Kilber gehabt mit einem 16, aber die kann die Schussfolge nicht gewesen sein, weil die geht nicht vollautomatisch. Rechts vielleicht, glaube ich, auch Schüsse? Oder? Nee, kann echt nicht sein. Du bist das, ne? Ich laufe hier rum, ja. Ich glaube, rechts kommen auch Schüsse aus den Häusern wahrscheinlich, Lagerhalle. Nee, doch weiter rechts von den Hügelketten. Ich renne gerade nordöstlich von euch an der Straße lang, versuche mich irgendwie mit einer Seite an diesen Felsen zu halten. Jetzt machen mir die Häuser da auch Sorgen, weil da hat, wie gesagt, gerade eben was angehalten. Ja, aber dem ist auch weiter. Ja, klar, aber der hat ein Motorrad. Ja. So lange kann er noch scouten. Ja, aber ich glaube, der wird jetzt eher in den Häusern irgendwie ein bisschen vor sich hin looten und gleich sehen, dass er weiterkommt. Wahrscheinlich. Seit denn er hat schon gut. Aber hey, es sind nur noch 24. Wie bims, der Hendrik. Hose voll. Gleich im Kreis. Gut. Immer einer. Ja, jetzt fährt er weiter mit dem Motorrad.
Ist auch alleine, wenn ich das richtig sehe. Ah, ganz da hinten ist er lang, ja. Da den da drüben niemand belangt hat, kann da so viel nichts sein. Also halte ich mich da mal ein bisschen unterhalb dieses Hanges. Also ich sitze in der hoffentlich halbwegs dunklen Felsspalte genau mit dem Gesicht zur Straße. Sehr gut. Ja, da hinten knallt es jetzt, wo der gerade hingefahren ist. Genau vor mir wäre eine Hütte, aber da traue ich mich nicht rein. Ach, du bist auf der anderen Seite der Mine quasi. Ja, der Kreis. Ich sitze mit dem Arsch an der Minenwand quasi. Ja. Eigentlich ziemlich gut. Ja gut, vom Berg aus kann mich jetzt jeder sofort sehen, also von eurer Seite aus. Aber da die Schießerei hauptsächlich auf der Minenseite war. Der Kreis ist schneller als wir, Atmer. Du musst aus der Hocke raus. Der verpasst uns. Dann nicht mehr so weit. Ja. Aber ich mag die Position hier gerade gar nicht. Ich auch nicht. Was die Scheiße. Ja. Also, von wo? Ich weiß es nicht. Aber es hat direkt wieder aufgehört. Und es hat wieder angefangen. Und es ist genau von meiner Nase. Es ist links von mir. Und es ist außerhalb erst. Oh, drei Stück waren das. Oh, fuck. Nein. Ja. Ah, oh. Kacke. Keine Muni mehr. Ach. Oh, die waren auch alle drei außerhalb des Kreises. Ja gut, die haben überlebt. Ja, ja, gut. Fuck, ich weiß nicht, wer weiß. Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Bestimmt versteckt da. Ja, bis zum letzten Moment wieder auf uns gewartet. Hast du die ganze Zeit auf die Häuser geachtet? Ja, ja, ich bin auch extra nochmal nach links rüber, weil ich... Boah, Alter. Fuck. Würdest du einen von denen? Wenn ja eigentlich eine Deckung wäre, aber ich bin bald da in Deckung rüber. Ja, scheiße. Ah, die Kack weg da mit dem kleinen Magazin. Erst habe ich ihn noch nicht gesehen. Scheiße, da oben stehen zwei Jeeps. Oh nee. Boah, fuck. Ja. Ich muss dich ganz verrennen. Boah. Nee. Ja. Oh, das ist ja schlecht. Alter, jetzt hat er erwischt. Nein, Aust! Er schießt von hinten scheinbar, du musst mehr links rechts laufen, glaube ich. Das mache ich die ganze Zeit, du Vogel! Sehr gut, sehr gut! Oh, jetzt schießen die Gegner hin. Ja, da unten direkt vor deinem. Der liegt da im Gras, oder? Oder nee, das ist ein Fahrzeug, das raucht, oder was raucht da? In den Busch? In den. Ja, der Busch ist drin. Hast du Heilung? Yep. Sehr gut. Die haben sich richtig gegeben. Guck gleich nach hinten. Ja. Die wollen doch jetzt alle in meinen Busch. Und dann ein Elektro, ey, scheiße. Aber mit Dings. Boah, das sieht so knapp aus auf der Karte. Der ist noch nicht drin. Nee? Das ist ein guter Busch. Gefällt mir besser. Es ballert ganz viel rechts. Wie garantiert ein Team irgendwo. Es gibt da jetzt alle tot hinter dir, oder? Aus dem Kreis. Eigentlich kein Problem. Wer ist denn dort? Wo guckst du gerade hin? Hin? Jetzt dürfte langsam nichts mehr kommen, ja. Also die müssten links tot sein. Hinter dem Ding. Hügel. Gibt halt wie immer irgendwie welche, die von vornherein einfach schon im richtigen Kreis sind. Noch ein paar Leute töten.
Da rechts ist was Dunkles im Gras? Nee. Steine. Komm von geradeaus ein bisschen links. Ah, das sind Steine. Da ist er, da steht er und schneidet. Zwei Elektra. Pass auf, dass er nicht in den Boden schießt. Ja! Oh, fuck, das war klar. Mhm. Fuck, schade. Die macht halt keinen Schaden, ja, das Scheißding, ehrlich. Ach, egal. Der Waffe. Hattest du nur die, oder? Ja, und zwei Schuss Pump. Ja. Ziemlich neue Situations. Von hinten anschleichen. Ja. Erster Schuss ja, in den einen, zweiter Schuss in den anderen. Pam, pam. Ja, ich hab keine Zeit. Ja. Okay, jetzt entweder ich krieg jetzt einen von denen down und die sehen mich halt nicht, weil sie voll konzentriert sind, oder es läuft schief. Ich hätte sie vielleicht sogar am Leben gelassen und einfach mit denen gehauen. Weil die haben dich ja nicht gesehen. Na, kann man nicht. Na, egal. Vierter. Ja, war gut. Vierter von uns. Kann man nicht mehr. Oh, hast du gut gemacht. Ja. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Hast du wirklich gut gemacht. Aber im Prinzip müssen wir uns bei dir bedanken. Hättest du unseren Wagen nicht im Fluss versenkt, wäre das alles so nicht passiert. Ja, das war anfangs sicherlich eine schwer durchschaubare Taktik, aber. Ich glaube, du bist hässlich. Ich sag mal, am Ende hat sich's dann doch rentiert. Ich hole mir gerade einen Reward. Ich habe mir gedacht, guck mal, da kriege ich doch hier ein Shirt, das ich schon habe und das ich dann nochmal verkaufen kann. Und dann sind wir doch hier alle glücklich, oder nicht? Wo ich im ersten Gebüsch saß und ein bisschen Zeit hatte an der Mine, habe ich überlegt: Jacke an, Jacke aus. Was ist getan? So, Jacke an, Jacke aus. So gedacht, macht man sich, wenn man da so rum ist. Ich habe ja auch noch so eine Lederjacke. Die hätten dich ja gerne unterstützt, aber da kam so ein feiges Dreier-Squad und hat Bumm gemacht. Die waren doof, ja.